Hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Wir haben wieder ein neues Fahrzeug für euch heute zum Zeigen. Und zwar geht es heute, wie ihr seht, um einen Mercedes Sprinter. Der ist dementsprechend mit Aufbau vom Weinsberg Pepper. Und den werden wir uns heute mal anschauen. So, es geht los vorne. Wir haben jetzt hier die Ausführung Standard mit normalen Scheinwerfern. Es gibt das auch mit LED-Scheinwerfern, war zu dem Zeitpunkt, wo dieses Fahrzeug produziert wurde, aber leider nicht lieferbar. Deswegen haben wir uns dann entschieden, das Fahrzeug trotzdem kommen zu lassen, aber dann mit den normalen Scheinwerfern. Licht- und Sichtpaket hat er in dem Sinn trotzdem drin, nur fehlen halt einfach die LED-Scheinwerfer. So ist Zwischenpaket irgendwie sowas. Ne? Wir haben nebendran nochmal einen stehen, der hat die LED-Scheinwerfer dann bekommen, schaut ein bisschen anders aus von der Optik. Ne? Gut, was wir gedacht haben, wir haben den hier etwas aufgepimpt, sage ich jetzt mal. Er hat nämlich Chromelemente vorne reinbekommen, jetzt noch von uns nachträglich in den Kühlergrill. Wie es normal ausschaut, sieht man drüben. Ich denke, es sieht deutlich schöner aus. Also von dem her haben wir den etwas verändert. Wir haben auch die Elemente für das Fahrzeug nebendran hier. Also auch da der kriegt das dann auch noch. Ne? Ja, vorne dann normal hat er jetzt noch Distronic mit drin. Sieht man dann, es ist hier hinten versteckt hinter diesen Abdeckung, dann hat er oben die Elemente, sieht man auch, Kamera mit drin und so weiter, also Schildererkennung, solche Sachen, Navi ist drin, MBUX ist drin, also schon gut ausgestattet. Gehen wir weiter. So, was haben wir noch hier? Alufelgen sind drauf, Standard 16 Zoll Räder dann. Er hat, wenn man jetzt sieht, auch hinten beim Pepper normal nicht unbedingt üblich, aber bei Mercedes ist es generell so, hat er hinten die breite Spur, dadurch hat er ein deutlich besseres Fahrverhalten. Und er hat aber auch ein anderes Außenmaß. Er ist nämlich 2,30 Meter und nicht 2,20 Meter wie jetzt beim normalen Pepper. Auf Fiat, Peugeot oder sonstiges. Ne? Genau, dann geht es weiter. Hier normale Fach, schon hinreichend bekannt. Wir haben da unser Wassersystem, haben hier die Aufnahme für den Frischwasserfilter. Das Stromkabel geht rein, Abwassertank, Frischwassertank, Entleerung. Und hinten sitzt das Frostkontroll. Auch das können wir hier noch bedienen. Also alles hier sehr gut zugänglich. Alles in einer Box, wie wir es gewohnt sind. Ne? Jawohl. Nebendran haben wir dann unsere Heizung. Heizung ist eine Gasheizung, eine Kombi. So, nebendran haben wir dann unser, da löst sich der Kleber. Nebendran haben wir unsere Toilettenbox. Dometic ist hier drin. Genau. Ausgeht, ja, so schaut es aus. Dometic-Box, hinreichend bekannt. Gut, was haben wir noch? Ja, hinten auch Alu, klar. Dann haben wir links die Türe drin. Die ist ja nicht immer so Serie, die muss man ja immer mitbestellen, aber die ist beim Pepper natürlich Serie. Was haben wir noch? Standardbatterie ist hier an Bord. Da liegt noch das Kissen für die Bettverbreiterung in der Mitte innen dann. Da hast du noch Platz für eine zweite Batterie, kann man aber auch noch umrüsten auf Lithium-Batterie. Die Batterie ist jetzt nicht die allergrößte. Beim Sondermodell ist es immer so, dass die immer relativ kleine reinbauen. Ich linse mal rein. Was haben wir denn da für eine? Da ist eine, kann ich es lesen? Schlecht. Aufmachen. Normal ist er 75 oder sowas in der Art drin, also das ist nicht so wahnsinnig groß, keine 95er oder 100er. Hm? Gut, dann Heckansicht, ja, Stoßstange aufgesetzt, ganz normal wie bei Weinsberg immer, und da noch die Rückfahrkamera ist natürlich auch mit dabei. TV hat er auch, Satellitenanlage, oh, geht gerade so auf hier. Gut, dann haben wir natürlich die Markisenkurbel drin hier, was mittlerweile ja eigentlich alle Fahrzeuge jetzt haben, ist eine Steckdose hinten in der Heckgarage, was sehr praktisch ist, wenn man nochmal irgendwas laden will oder so. E-Bikes sind ja ein Thema, kriegt man hier auch gut rein. Große geräumige Garage. Okay, Fahrzeug ist übrigens auf 3,5 Tonnen zugelassen, also auch hier mit dem normalen Führerschein noch möglich. Ja, dann haben wir hier noch die Gasflasche, sieht man schon mal, eine steht schon drin. Der hat eine Duo-Control verbaut hier, das ganze System. Mit Umschaltung automatischer und darf während der Fahrt offen bleiben. Hm? Gut, dann geht es weiter. Trittstufe elektrisch haben wir auch mit reinbestellt. Markise ist hier Serie und die Rahmenscheiben sind auch Optionen. Die haben wir hier auch mit dabei. Ja, dann würde ich sagen, außen sind wir jetzt mal durch. Sehen wir uns gleich innen. Herzlich willkommen beim Pepper Mercedes innen. Ja? Schauen wir ins Cockpit. Was haben wir vorne? Leuchtet schon auf. Genau, das große
schöne Display, wo die Navigation, alle Sachen vom Fahrzeug, Mercedes Me App kann man dementsprechend hier auch noch aktivieren für das Fahrzeug. Elektrische Handbremse hat er drin, da stört nichts irgendwie in der Mitte rum. Lederlenkrad ist dabei, die ganzen Assistenten sind mit drin. Ja, also voll ausgestattetes, perfektes, schönes Fahrzeug. Fährt auch hervorragend. Ja, ja, dann geht's weiter. Was haben wir hier vorne? Eine Panoramascheibe ist oben drin. Die gehört zum Pepper standardmäßig mit dazu. Dann haben wir die Ambienteleuchtung mit dabei. Sieht man jetzt auch hier schön, haben wir gerade schon aktiviert. Ein Fernseher ist auch dabei, das ganze Oyster Premium, das heißt eine Fernbedienung, wir drücken einen Knopf, die Anlage fährt hoch, wir können Fernseher schauen, alle Programme, genau, ist drin. Dann haben wir hier unsere normalen Gurte, 3-Punkt-Gurte, ist für 4 Personen zugelassen, das Fahrzeug, aber für Schlafplätze haben wir natürlich nur 2, hier kann man nochmal umbauen, ist aber nicht der allerbeste Schlafplatz, also einiges ist ein 2-Personen, geht auch mal mit 3. Ne? Genau, gut, geht's weiter. Was haben wir? Wir fangen jetzt mal hier an der Seite, bleiben wir so. Gehen wir zum Bad erstmal, dann schauen wir unser Pepper-Bad an. Das ist jetzt etwas geräumiger wie im normalen Pepper, weil wir natürlich auch eine andere Fahrzeugbreite haben. Also hier ist doch ein bisschen mehr Platz jetzt, auch in der Dusche, hier hat man ein bisschen mehr Raum noch so. Also ich war auch selber schon damit unterwegs mit so einem Pepper und da ist das Bad doch etwas geengter gewesen wie jetzt hier schon. Ja? Gut, dann haben wir unser Waschbecken, was verschoben werden kann und so kann man auch die Toilette dann dementsprechend benutzen. Da haben wir eine Mixer-Tetford drin mit Keramikbecken innen. Das ist ein sehr gutes Produkt. Ja, Türe lässt sich hier schließen. So rum besser. Und dann hat man eine richtige Falltür und dann geht es also auch zu hier und man hat dann eine Duschkabine. Funktioniert auch super. Ja, ja, Dachluke haben wir auch noch drin. Wenn ein bisschen Feuchtigkeit ist, kann die auch wieder weg. Und da haben wir noch einen Spiegelschrank. Der ist auch ausreichend groß, um alles, was man so braucht, mitzunehmen. Ja. Sind wir hier im Bad fertig? Gehen wir da raus. So, dann geht es nach hinten. Da haben wir dann unsere Kleiderschränke unter dem Bett. So schaut es aus. Da ist also auch viel Platz hier. Matratzen, Auszug haben wir auch drin. Lässt sich hier rausziehen, das ganze System. Die Leiter ist schon integriert. Das heißt, wenn ich vorne bin, klappe ich die Leiter runter und schon ist es auch nutzbar, dann geht es ungefähr bis hier vor. Das sieht man auch hier bis vor. Ne? Da ist so Ende und dann bis hier Schluss mit Polstern. Dann kann man auch querschlafen oder halt hat mittig einfach ein Zusammenliegen möglich. Ne? Ja, da haben wir da oben diese Fächer, wo man dann mittlerweile jetzt so Gummis noch zwischen hat. Damit nichts rausfällt, kann man das schön reinpacken alles. Hinten haben wir dann auch noch die Schränke drin, Dachluke oben dabei. Andere Seite dasselbe. Natürlich haben wir hier auch noch einen Kleiderschrank unten drunter. Auch mit dem Einlegeboden sogar. Schaut es aus. So, Schränke auch beleuchtet. Wieder zu. Genau. Fenster haben wir auch 2 drin. Das ist auch so eine Option, die man immer beachten muss. Sonst hat man nämlich nur ein Fenster. So hat jetzt doch jeder ein Fenster an jeder Seite. Kühlschrank. Schlanke Bauart. Mit ca. 140 Liter. Automatische Umschaltung. Das ist ein Tedford-Kühlschrank. Gefrierfach oben mit dabei. Auch sehr schön von der Bedienung her. Einfach Knopf drücken, das Ding läuft. Ne? Genau, dann haben wir hier unseren Küchenbereich, Wasserhahn, 3-Flammenkocher. Das war teilweise auch schon ein 2-Flammer, aber hier haben wir einen 3-Flammer drin. Ja, das ist bei den Ventis zum Beispiel, haben wir immer einen 2-Flammer drin. Genau, dann hier unsere Besteckschublade. Dreimal die Absperrhähne, Wasserfilter dabei. Mit Softclose mittlerweile. Oha, da waren wir mal auf. Haben wir das Fahrzeug schon mal benutzt für eine kurze kleine Ausstellung hier. Deswegen ist da noch ein Becher drin. Ja, dann haben wir hier unten noch ein Fach. Genau. Deswegen auch die Gasflasche. Da war es nämlich kalt. So. Gut, was haben wir noch? Eine Xbox haben wir oben drin hier. Das heißt, ich kann da drauf drücken, habe die ganze Bedienung komplett über einen Touch. Kann dann hier wirklich einfach bedienen. Kann meine Heizung aktivieren und so weiter. Kann mir die Füllstände anzeigen lassen und kann es auch koppeln mit dem Handy. Ne? Außenbeleuchtung haben wir auch. Das heißt, wir haben hier so einen Schalter für 1, 0 oder 2. Das ist die Außenbeleuchtung. Da hat es einfach dauerhaft an oder gar nicht an oder Bewegungsmelder. Und natürlich haben wir logischerweise auch unsere Fliegenschutztüre. Die ist auch dabei. Selbstverständlich an allen Fenstern und an den Dachluken auch. Ja, ich denke, wir sind durch. Das war unser Pepper. Jetzt schauen wir mal noch, was der kostet. Ne? Gehen wir mal raus zum Preisschild.
So, Basispreis 82.490 Euro. Jetzt haben wir eben Mercedes Sprinter 3,5 Tonnen, 170 PS, 9-Gang Automatikgetriebe hat er drin. Das kostet 3,9 extra. Hot Pepper Paket, das sind eben diese ganzen Assistenzsachen, außer LED-Licht, sonst hat er alles von dem Paket drin. Deswegen kostet es auch ein bisschen weniger, 3,765. Dann haben wir die Aufbautüre mit Fenster, die Einstiegsstufe elektrisch, die Rahmenscheiben, Ausstellfenster Heck links am Bett. Ein Fernlichtassistent haben wir noch mit dabei, den Regensensor haben wir noch drin und die Überführungskosten, dann sind wir durch. Dann kostet der Wagen 94.782 Euro und wir bieten ihn jetzt an für 94.490. Wenn ihr da Interesse habt an dem Fahrzeug, kann man gerne nochmal schauen, was man euch anbieten kann. Ein Angebot wird immer individuell geschrieben dann. Einfach mal anfragen, schreibt mir gerne per Mail oder wie ihr es gerne möchtet. Oder kommt vorbei, machen wir es direkt vor Ort, auch kein Problem. Fahrzeug anschauen, natürlich jederzeit möglich, zu unseren Öffnungszeiten. Ja? Und wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wir hoffen, wir sehen uns am nächsten Freitag. Macht's gut, bis dann. Ciao.